Microtuber. Da sind wir mal wieder, Maren und Tanja aus Oldenburg. Wie ihr uns erkennen könnt, sind wir hier bei uns im Eckstand. Die Kühe sind gerade alle unter, werden gerade alle gemolken. Und unser Thema ist heute das Trockenstellen. Und zwar stecken wir unsere Kühe immer 6 bis 8 Wochen in den Urlaub. Nicht so im Süden wie wir, aber die kommen dafür in einen anderen Stall. Und genau, zu dem Rest sagt Tanja noch was. Zum Trockenstellen wird bei unseren Kühen ein Zitzenversiegler eingegeben. Dadurch kommen von außen keine Bakterien mehr in die Zitzen rein. Wenn die nicht gemolken werden und dann in Dreck liegen, dann sind die immer schön geschützt. Einige Kühe werden aber auch antibiotisch trockengestellt. Das machen wir an den sogenannten Zellzahlen fest, die wir aus einer Milchuntersuchung haben. Einmal im Monat wird die Milch untersucht. Und bei Zellzahlen über 100.000 geben den Hinweis, dass im Euter eine Reizung vorliegt. Diese kann bei einer Immunschwäche der Kuh zu einer Euterentzündung auswachsen. Dadurch wird halt Antibiotika mit reingegeben, damit das gar nicht erst passiert. Diese Vorgehensweise ist mit dem Hoftierarzt abgestimmt. Der hat sein Okay gegeben und ja, zusätzlich gibt es halt noch den Versiegler dazu. Jede Zitze wird vor dem Behandeln mit einem Alkoholtuch sauber gemacht, also schön desinfiziert, dass keine Keime mit eintreten können. Jede Tube hat eine Injektionsspitze und diese kann man immer in die Zitzen reinstecken sozusagen. Also es ist tatsächlich so, dass das direkt in die Zitze reinkommt und die dadurch und jetzt das Ganze geschützt ist. Also in die Antibiotika kommt als erstes rein und im Nachhinein kommt der Zitzenversiegler. Den sehen wir jetzt. Natürlich auch in jede einzelne Zitze, also an alle vier, damit alle vier gut geschützt sind. Und fertig ist es. Könntet ihr mitverfolgen, wie unsere Kühe trockengestellt wurden, wie sie den Weg gelaufen sind vom Kuhstall hier in unseren Trockenstellstall. Es ist ein relativ alter Stall, den wir wieder fertig gemacht haben. Da waren früher schon mal Schweine drin, da waren mal Bullen drin. Den haben wir jetzt ein bisschen umgebaut und jetzt sind unsere trockenen Kühe hier drin. Ja, ist jetzt noch ein bisschen Unruhe im Stall, natürlich. Die sind ja gerade erst reingekommen, müssen sich erstmal zurechtfinden und dann können sie jetzt ihren Urlaub genießen und frisch gestärkt in die neue Laktation starten. So, das war's von uns. Wolltest du noch was sagen? Das war's von uns. Von Tanja und Maren aus Oldenburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.